Auftragsmission hervorgehoben. Zur Markierung vorrücken. So Leute, damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen zu The Division 2. Ah, Wahnsinn, Alter. Geht's geheine, Alter. Geht's geheine ins Spiel. Sicher, super, leiwand. Bin zwar noch einmal mit dem ersten Geschäft fertig, aber wir gehen natürlich gleich mal wieder in den nächsten Teil rein. Ja, moin. Schon aber auch super aus. Alter, Wahnsinn, Alter. Ah, schickimicki, Alter. Da hat's ja wenigstens was da. Da hat wenigstens mal Ubisoft ein bisschen ins Börse alleine gegriffen und sich gedacht, ob da wir investieren und mal wieder in ein Spiel. Schaut einmal wenigstens wieder gut aus. Nicht so wie das neue Star Wars Atlas. Schaut eh schon besser aus. Ah, hoppala. Ist er von den gleichen Entwicklern. Ah, Wahnsinn. Oh, sexy. Oh, das schaut ehrlich gesagt jetzt fast genauso aus, wie damals, wenn du den allerersten E3-Trailer gesehen hast von The Division 1. Das schaut fast 1 zu 1 so aus. Oh mein Gott, ist das sexy. Oh mein Gott, Alter, bis deppert, ich glaube, ich habe sogar jetzt schon dreimal abgespritzt. Ah, Wahnsinn, Alter, bis deppert, sexy. Das ist geil, das ist geil. Da bin ich schon wieder Feuer und Flamme, da bin ich schon wieder gehypt. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist, dass rechts unten die Kamera ist. Wenn irgendwelche Beschwerden oder sonst was am Start sind, dann heute goschen. Na, einfach nur Bescheid geben. Falls die Kamera vielleicht dezent nicht passt oder vielleicht irgendwo anders hingeben sollte. Ich kann auch auf mein Haver rausschießen, also mir ist das überhaupt kein Thema. Da haben wir gleich mal den Waffenporter, wichtig oder richtig? Achso, du bist hier, Alter, du bist ja der erste Fulltrottel, Alter. Das sind erst einmal Level 1 Gegner, Alter, das ist ein Wahnsinn. Der kapiert mir da einfach, ist der deppert? Geht mir überhaupt nicht. Stirb da einfach. Ja, zieh ihn raus, Alter. Am besten los im Kletterin, Fulltrottel. Ey, ich weiß nicht. Besser lieber zur Wand. Oder eine Katzencam. Ein paar der Bastarde sind entkommen. So schnell hätte ich nicht mit einem neuen Angriff gerechnet. Alles gut? Wenn das so weitergeht, werden wir umziehen müssen. Kommen Sie, helfen Sie mir dabei. Wir sind zu jetzt wenige, muss ich auch noch hakeln. Gibt's ja nicht. Wow! Eine neue Kameraperspektive, die was man vielleicht noch einmal im Spiel sieht. Zum Wasser, schnell! Das kann nicht wahr sein. Das Einzige, was mich jetzt gleich mal gerade ärgert, ist, dass der Untertitel nicht dabei ist. Obwohl ich Untertitel angedrückt habe. Aber das mit der Gegnerleiste und alles drum und dran, Alter, wie damals auf der E3 2013 oder 2014. Wow, Alter, Digga, geil. Bin ich jetzt schon wieder verliebt. Alter, geil, richtig, ist das richtig geil. Endlich 14 Tage Urlaub. Wünscht dir wirklich viel Entspannung, viel Erholung und vielleicht einen depperten Dodo. Was geht sonst? Außer, dass ich trauere, dass ich am Montag wieder arbeiten gehen muss. The Division 2, ein bisschen Zockerei. Sonntag brunchen. Oh mein Gott. Ich glaube, angeblich, was ich so mitgekriegt habe, so der beste Ort in Österreich brunchen zu gehen. Das habe ich sogar geschenkt gekriegt, weil wenn mich jemand kennt, jeder weiß, ich liebe Essen. Ich stehe sowas so der, ich könnte stundenlang über Essen reden. Kaffee am Morgen. Und da habe ich Geld gekriegt, beziehungsweise einen Gutschein fürs Brunchen. Da gehen wir dann fett fressen am Sonntag. Haben wir überlebt. Ich mache auf Matt Stoney-Style und schaue, dass ich extra am Samstag ab 12 Uhr nur noch Wasser sauf. mehr in den Magen reingeht. Fix 20 Kilo mehr, oder wenn ich da rausgehe. Und als die Polizei uns nicht mehr schützen konnte. Oh, sehr schön. Schickst mir so ein Herz als Nachricht, damit du weißt, dass du aufgestanden bist. So, erstmal aufgewacht und mal eine Runde wichsen oder so. Spezies. Als unsere Gesellschaft zusammenbrach, fanden wir Wege weiterzumachen. Und nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, ist das, was wir wollen, wirklich das, was wir brauchen. Im Angesicht der Katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen.
Wir errichteten neue Gemeinschaften auf den Ruinen der Alten. Wir passten uns an. Wir haben überlebt. Wir haben ein neues Normal geschaffen. Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen. Alter, ich wollte schon sagen, ich kriege einen Hunger, jetzt habe ich keinen mehr. Danke. Jenen, die von den Schwachen zehren, sie ließen unsere Welt bluten. Aber wir sind nicht allein. Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist, zu beschützen. Sie einen uns. Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind. Sie sind unser Schild. Unser Licht. Aber wenn dieses Licht erlischt... Wer kann uns dann noch retten? Das waren sicher alles echte Aufnahmen. Der Ausbruch ist nun schon 7 Monate her. 7 Monate? Stab und alle hin. Wir fürchten uns weiter vor dem Virus, dem grünen Gift. Doch die echte Gefahr lauert da draußen. Echte Gefahr? Alle hinig. Ja. Aber ich muss gleich nachschauen in den Optionen, das ärgert mich. Wegen einem Untertitel. Frische Luft, Alter. Pff, schwer, Alter. Wo ist das? Kenn ich nicht. Das war ja auch genau das Problem wie bei Corona. Sogar die Luft ist schon schlimm. Darf's nicht rausgehen. Oh, schön abgefuckt. Wichtig und richtig. So liebe ich es, wenn so richtig so diese Gasseln, gerade diese Seitengasseln und alles dran, dann so richtig schön abgefuckt sind. Dafür liebe ich dann wieder Dead Division. Oh, Underground, auch wieder wichtig und richtig. Da habt ihr mich immer, das weiß ja aus ganz scheiße, außer in The Boys, dann wird's wichtig. Lass ich mich raten, wahrscheinlich... High-End-Mission am Ende des Tages ist genau beim Weißen Haus oder so. Sicher, der Last-Mission, genau Weißes Haus, damit man vielleicht die Spiele anlockt. Oder vielleicht ein Raid im Weißen Haus. Es gibt ja 2 Raids und 1 Überfall, ist mir gesagt worden gestern. Ich wollte ja eigentlich schon heute in der Früh streamen, aber wir haben dann gewartet gehabt bis 1 Uhr in der Früh. Digga, das Spiel hat quasi gefühlt 3,5 Stunden gebraucht fürs Installieren. Dreiviertel Stunde zum Installieren. Ich hab mir gedacht, ich werd deppert. Ich hab mir wirklich gedacht, ich werd deppert, Alter. Das war Sache-Partie. Eingehender Alarm auf dem Shade-Notfallkanal. Höchste Priorität. So, ich werd natürlich sicher... Die Operationsbasis wird angegriffen. Oh. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Oh. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. Ah, ich hab gar nicht gewusst gehabt, dass da New York ist. Na, Alter, ist eh klar, Alter. So wie der scheiß Wichser, Alter. Mit der Sacher-Tutten, der was glaubt hat, dass Wiener Alter, in Deutschland ist. So ein kleiner Huren. Passt. So, Alter, super schick. Da geht's auch noch auf der Insel weiter, da können sie auch noch wegbudern. Haben wir nur gedacht gehabt, vielleicht, dass es irgend so ein Gebiet noch gibt für Level 30 bis 40, aber das wird wahrscheinlich nur in New York sein oder irgendwas in der Richtung. Ich hoffe aber, dass ich da trotzdem jetzt irgendwas einstellen kann. Alles gesperrt, Biestepert, Alter. Oder wie ein Verbrecher. Wie ein Verbrecher, alles gesperrt. So, normalerweise beim Audio, oder? Ist manchmal auch Untertitel dabei. Irgendwo habe ich es gerade gesehen gehabt. Was ärgert mich? Bei der Sprache, Untertitelmodus. Geskriptete Kampfgebrüll, vollständige. Na, nur geskriptete Dialoge. Mehr brauche ich nicht. Passt. Na, Base-Stepert, alles hin. Aber auch schön. Na, wo ist der Viecher? So ein Auto, das gibt's. Na, das ist sicher nicht echt. Das ist sicher nicht echt, das kann nicht echt sein. Es gibt keine Rehe, Alter. Du bist deppert. Unrealistisch, das Game. Es trägt, wenn du jemanden 20 Kopfschüsse gibst und der ist noch immer nicht hier, weil der ein paar Level über dir ist. Das kann nicht sein, oder 20 Schüsse in die Köpfen, das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Die spielen da miteinander, oder was?
Der geht's leimend, der kriegt eine Massage mit den Haxen. Der ist leimend, das ist ein Hit. Da, du geh auch in Arsch, damit ich gleich mal gelevelt hab. Ja, Wahnsinn. Na, wie nicht? Aber wir sind keine Mörder, nee. Die sind alle nur eingeschlafen. Die machen alle nur ein Nickerchen. Ein sehr, sehr langes, gemütliches Nickerchen. Was? Jetzt schon beim Weißen Haus? Geschleicht die. Das ist. Ach so, ich war schon. Da hast du wieder die Happe. Ja, schon so lange nicht mehr Division 2 zockt. Eh nur zu Release. Einmal ganz kurz und dann leg mir am Arsch. Ich hab nur gesehen gehabt, was der Blaze. Habe ich gerade mal 20 Minuten gezockt oder so der Division. Also eigentlich eh arg. Eigentlich arg, dass ich so wenig gespielt habe. Eigentlich arg. Wundert mich eigentlich. Für das, dass ich Division 1 so dermaßen geliebt habe und so dermaßen viele Stunden investiert habe. Das ist echt arg. Er scheint eine Gruppe Hyenas dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Wo ist für Alter, überrumpeln soll ich die Havara auch noch, bevor wenn ich die Scheiße überhaupt überlebe? Er zeigt mir das jetzt aber komischweise da an. Ah, jetzt. Denkt man schon. Waren wir wieder zu früh gekommen. Oh. Na schau, haben wir wieder einen Hiniker. Wie nett? Wie nett? Na schön, Alter. Der hat sich wenigstens am Pool gebaut und alles drum und dran. Na, den geht's gut. Bei den heißen Zeiten kannst du eh nicht wissen. Der hat sich ja ganz gemütlich gemacht, der Wappler. So, machen wir mal die Meier. So, sehr gut. Wichtig oder richtig? Da, Spülerei. Da, zack. Tschüss, Baba. Ja, sicher werde ich, Alter, ich bin jetzt schon dreimal gekommen, oder was glaubst? Ich habe nur allein schon die Lebensleiste der Gegner gesehen, die was damals so quasi waren wie bei der E3 damals. Digga, dreimal schon gekommen, oder was müsst? Da, gib mir mal Ärm, oder renn einmal vierer das ein bisschen, das geht's ja nicht. Renn, Schule, renn. Nur das Einzige, was ich halt nur nicht so besonders finde, ist halt, es ist halt Washington. Washington finde ich halt, ja, okay, wow, weißes Haus, schön und gut, alles drum und dran. Es ist halt, es ist für mich halt nicht so, es ist halt kein New York. Das ist es ja. Und ich finde halt einfach, das wirkt eher mehr so wie ein postapokalyptischer Sommerurlaub, als wie ein Apokalypse Now mäßiges Setting oder so. Ich weiß nicht. Mir taugt einfach dieses Setting viel, viel mehr in The Division 1, also im ersten Teil. Dass man sagen kann, okay, passt, Schnee, Unwetter, Sturm, Nebel und alles drum. Und das gibt mir einfach irgendwie ein bisschen mehr, muss ich sagen. Es gibt mir einfach so ein bisschen mehr in der Hinsicht. So, bleib ruhig, Schule, bleib ruhig. Also eins muss man aber auch dazu sagen. Gleich von Anfang an. Es kommt wieder drauf an, wie das halt so ist. Ob das später sich dann eh auch gleich dann wieder wechselt, nach ein paar Sekunden oder so. Aber mir kommt es jetzt schon so vor, wie könnte man viel mehr aushalten als wie im ersten Teil. Also ich bin da in The Division 1 reingegangen, ich habe mir da gehabt, ich krieg ein Watschen, oder der macht mit Meier, der macht mit Meier. Da habe ich richtig aufpassen müssen und da jetzt mache ich tratt, tratt, tratt und tschüss. War schon fertig. Was ich mitgekriegt habe, ist, was ich halt extrem geil finde, ist, dass du halt explizit farmen kannst. Nicht mehr so wie in The Division 1, dass du einfach sagen kannst, okay, passt, ich tue irgendwie farmen. Ich kann nicht explizit nach etwas Bestimmten farmen, sondern dieses Mal ist es so, wie Oldschool Destiny, dass du explizit, wenn du etwas haben möchtest, explizit oder wieder The First Descended, dass du explizit danach farmen kannst. Und das finde ich geil. Das finde ich halt richtig, richtig geil. Das taugt mir extrem. Oh. Ah, Diablo. Spiele ich erst wieder, wenn die neue Klasse da ist. Ich will nicht sagen, aber der ist schon hier. Okay. Ich glaube, jedes Spiel hat eine bessere Droprate als wie die First Descended. Das sind Sie. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker.
Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Er leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Ich will nicht schon wieder umsonst Stunden verbringen in einem Spiel, wo nichts weitergeht. Wenn wer weiß, wie man dieses Thema online bringt, dann Sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Aber das Gute ist wenigstens, ich habe schon wenigstens das eine bestimmte Item, was ich halt brauche, damit ich wieder quasi meine Waffe verbessere. Also dementsprechend müsste nur noch diese Kleinigkeiten Materialien sammeln, die was man eh relativ schneller daherkriegt, aber trotzdem Sache-Partie oder. Es fühlt sich immer so an wie, ich tue und mache und verliere einfach Stunden, weil ich einfach wieder, vielleicht wieder 3-4 Stunden ins Game investiert habe und wieder nichts kriegt. Aber es ist, finde ich einfach ein bisschen sehr frustrierend. Welche Fertigkeit interessiert Sie? Na was wird er wohl nehmen? Mein allseits geliebtes Geschütz. Drohne? Weil Geschütz ist natürlich sowieso mein Liebling. Ah, das ist neu. Drohnenschock. Drohnenstock, okay. Gemwerfer, wahrscheinlich Heiler oder alles drum und dran. Ja, Shield kämen. Drohne. Okay. Oh, Glühwürmchen. Ah, das wird wahrscheinlich eher so ein Ding sein, was hinfliegt und dann explodiert oder irgendwas in der Richtung. Nein. Ich glaube, ich nehme einfach. Ah, Drohne ist schon sexy irgendwie, weiß nicht. Allein ist sogar anscheinend relativ gut. Ja, dann nehmen wir das. Was gibt's denn da für Fertigkeiten? Okay, einmal zum Anvisieren, ist schon mal sehr, sehr sexy. Was haben wir denn da für eine Variante? Ein Schüler aufbauen. Okay, ist jetzt auch nicht so unzwider. Was hast du denn da noch? Andere Variante für Sprengung, Rakete. Und was hast du denn da? Und was zum Heilen, oder wie? Ich hoffe, dass ich mich auch selbst heilen kann. Weil das wäre super. Ja, nehmen wir sie einmal das. Gerade was zum Heilen ist sicher mal in uns wieder. Kann man gerne machen. Ist schon mal definitiv gerne gesehen. Gerade was zum Heilen. Wichtig und richtig. Weil wer weiß, in was für eine Richtung das alles geht. Vermutlich werden sie unterwegs Ärger bekommen. Sie sollten Block für Block vorgehen. Block für Block. Was? Bin schon weg. Warte kurz. Der will mir jetzt schon das mit den Warlords andrehen? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Aha. Ich bin gerade erst angekommen. Die zwingen mich jetzt schon, das mit New York zu machen. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Lass mich mal eins nach dem anderen machen, nicht gleich DLC, Alter. Will nicht gleich budert werden, bis zum Gehen immer. Aha, Projekte, das. Konflikte, Werte, okay. Kopfgeldeinsätze, ja, das sind dann so Sachen, die kommen erst viel, viel später. Alter, gibt mir gleich Erweiterungen, alles drum und dran. No, Alter, bist du deppert. Würde mich aber trotzdem noch ganz kurz interessieren, wenn ich mit derer dann rede, ob das dann weg ist oder nicht, weil das ist ein bisschen zart. New York? Durch das Boosten schließen sie automatisch Stufe 1 bis 30. Nee, no. Ich will auf gemütlich leveln hier, Digi. Ja, würde ich doch raten. Weil das ist ja echt ein bisschen zache Partie, wenn es mir die ganze Zeit angezeigt wird. Im Postfachel gibt es anscheinend ein paar Items. Ja, schön und gut, du musst mir schon erklären, wo was ist. Oder da hat sie sicher das ein oder andere da seit Release-Seiten und alles. Ich hab sie nur ganz kurz gezockt. Okay. Da bist du eben sexy Hexe. Na, muss. Ein bisschen irgendwie so leicht schlichter, finde ich das Ganze. Also, finde ich auch nicht schlecht.
Was ist denn da? Oh, ja, nimm. Ah, das sind diese extra Belohnungen. Das sind gerade aktuell diese extra Belohnungen, was es noch zusätzlich gibt. Nur damit vielleicht der ein oder andere Bescheid weiß. Weißt du, Ubisoft Store, Klassiker, das, kannst du nur zusätzlich gönnen. Fortschritt? Ah, das ist aber auch super. Da siehst du dann, wie viel Fortschritt du da und da hast. Sammelobjekte, auf das freue ich mich sowieso schon, auf die ganzen Sammelobjekte. Erinnerungsstücke, eine Bisteppert Schneekugel. Sehr nett, super Leinwand, die habe ich unbedingt gebraucht gehabt, die Schneekugel. Au, oh, Belohnungen? Oder was ist denn das? Also Evakuierung, Berichte. Achso, das ist nur von damals, was ich da gesammelt habe, oder was? Kann das sein? Ja, irgendwas wird schon sein. Finde ich aber irgendwie ein bisschen schade, weil ich halt gern die Sammelobjekte voneinander getrennt. Ja, die hätte ich gern ein bisschen voneinander getrennt gehabt. Aber wurscht, nicht so dramatisch. Drauf geschissen. Aber erst. Wieder mal Zeit. Da, du kannst wechseln, die Waffen. Da bist du eppert Muss. Einfach ein Muss. Hä? Kann ich das... Ach so, das ist für Stufe 3. Oh, das ist ja eine Linke. Na, Alter. Die Aufrechert. Dann machen sie extra so ein Leckerli draus. Nimmst du. Und dann kann ich scheiße gehen. Das ist ein Wahnsinn. Bin aber auch gespannt, was dann das Maximallevel ist. Nein, ich weiß eh, dass es bis 40 geht. Aber es geht ja noch dieses... Hauslevel, Rang, Weltenrang gibt es ja noch so zusätzlich. Da würde es mich interessieren, was das Maximum ist. Ob das so wie bei The Division 1 ist, 290? Ich glaube 290 war es. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was sie nicht stillen können, zerstören sie. Er rennt ein bisschen schneller. Ist mir aufgefallen. Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. So, let's go, gleich mal wechseln. Na, B-Steppert. Na, Wahnsinn, Alter. Aber er rennt schneller. Wie kommt so vor, wie würde der Charakter einen Spur schneller rennen? Boah, bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube schon. Wo ist wie ein komisches Gerät? Das einzige Gerät bin ich, oder weil ich auf dich bin. Jetzt? Warte, sie sind noch zu weit verteilt. Das wird so verdammt gut. Nicht, wenn sie uns vorher bemerken. Bleib mit dem Kopf unten. Sieh dir diese Idioten an. Keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das ist ja gerade der Plan. In den verfluchten Kopf runter. Und ich glaube, ich werde auch nicht enttäuscht sein. Also, jetzt, wenn ich das jetzt gerade aktuell beurteile, ich liebe das. Das ist jetzt gerade so richtig 10 von 10 für mich. Nebel, Regen, Pfütze, das gibt mir gerade so ein bisschen The Last of Us Vibe. Ah, oh, ah. Oh. Okay, passt. Cool. Ah, Wahnsinn, Alter, Bisteppert. Geil. So gefällt mir das. Ja, so gefällt mir das. So will ich das. Das gibt mir halt dieses Feeling von Apokalypse, Alter. Apokalypse now. Da gehen Arschwappler. Muss ich mal eh alles ausprobieren. Ja, sicher. Vielleicht finde ich dann doch plötzlich einen nächsten Liebling oder irgendwas in der Richtung. Aber Sturmi nehme ich eh gern. Oder LMG. Aber LMG ist gefährlich. LMG ist extrem gefährlich. Gerade am Anfang, Alter. Gerade am Anfang bist du so dermaßen gefickt. Du bist so dermaßen am Arsch. Oh, ich weiß doch.
Da habe ich mich auch extrem durchfighten müssen damals nach dem Endgame. Das war urschlimm. Das war die Hölle, die Mission. Boah, das war so eine Sache, bitte. Das war so zart. Ich werde so richtig gerade penetriert. Digga, von allen Seiten, Junge. Ah ja, da war ja die AK-47 so für den Arsch. Die ist ja ständig nach rechts gezogen wie mein Battle oder irgendwas in der Richtung. Na, die geht. Okay, die ist in Ordnung. Die ist ja schwer in Ordnung. Ich habe mir da jetzt die echt viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich habe die viel, viel schlimmer in Erinnerung gehabt. Da haben sie eine so dermaßen verpfuscht, die Waffe. Aber so dermaßen. Da hast du nicht spielen können zu Release-Zeiten. Die hast du einfach nicht spielen können. Irgendwas war da. Wahnsinn. Wahnsinn. Fix. Er rennt schneller. Oh ja, merkt man. Er rennt ein bisschen schneller. Ah, Wahnsinn. Sixi. Ja, so, so was stehe ich. Es gibt mir auch wieder so ein bisschen diese I Am Legend Vibes. Und wenn ich diese I Am Legend Vibes fühle, dann ist es richtig. Dann ist alles in Ordnung. Dann ist es für mich Apokalypse, Alter. Da geh rein, Arsch. Da ist ja nur einer. Du passt gar nicht mal Zünder, du Volltrottel. Der wartet den ganzen Tag, bis ich hier bin, Alter. Der kann scheiße gehen. Geh rein, Arsch. So, das nehmen wir gleich mit. Müssen eh wieder besser werden. Was denn? Stehen die da auf Farben oder ist das Gift? Ich glaube, die stehen auf Farben. Die stehen eindeutig auf Farben. eindeutig. Au. Ah, Echo gibt's auch wieder. Na, Bombe. Oder ich hab's damals durchgespielt, ich weiß gar nichts mehr. So belanglos war's. Danke für den Film, Manny. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treffe mich mit Kumpels der Nationalgarde. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Okay. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Ah, da ist es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Portemonnaie. Ja. Zwing uns nicht, dir weh zu tun. Vergiss es. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wer helfen? Ruf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! So, das ist ja wie im 10. Alter, bist deppert, voll geil. Fühl mich gleich wieder haben, Alter, bist deppert. Bist gleich abgestochen, Alter, wenn du deppert bist. Na, das ist ein Hit, Alter. Na, das ist Leimert, Alter. Da fühl mich gleich wieder haben. Das ist schön, das ist sehr schön. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Ja, werden wir dann eh sehen. Wenn man die deppert unterschießt, ist er da. Servus, Christi, servus, Christi. Muss immer grüßen, weißt du? Ah, das Hurenkind grüßt dich nicht, aber du, servus, Christi. Man muss freundlich und nett sein, das ist sicher. Man ist zwar ein Massenmörder, aber hey! Digga, man sollte wenigstens grüßen können, immerhin! Bist du deppert, oder? Mehr habt ihr nicht aufbauen können in die 7 Monate. Das ist ja komplett für den Arsch. Alles hier. Wir sind nicht mehr zusammengeraumt worden, oder? Was ist denn da los? Na super, oder? Da muss einmal die Division-Agente herkommen, damit einmal wenigstens irgendwas da passiert. Das ist ja ein Witz. Na. Du passt gar nicht so deppert schauen. Und mit dir, der macht sich so super, sehr genüsslich da. Ja, sicher Leinwand. Super. Scheiße. Guter Hund. Hier. Wenn Sie
Das hört sich fast so an wie die Anführerin damals von den Rikers, glaube ich, bilde ich mal. Oder die gleiche Synchronstimme halt einfach. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ich würde sie nur aufhalten. Deine Stampele wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, dass sie ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Das werden wir ja wohl sehen, oder? Na, Base-Deppert. Neuer Einsatz! Okay, passt. Wichtig und richtig. Okay, ist natürlich auch ein bisschen unterteilt. Was ist das? Das ist gleich mal für Stufe 26. Du Deppert, wieder für 26. Ich bin gerade erstmal Stufe 2, oder? Was willst du von mir? Hilfe! Was ist das?